Und ich muss sagen, das ist einer der etwas krasseren Helden. Aber ich glaube, es ist ein 50-50, ob sie gut oder schlecht wird. Moin Leute von heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dabei ist der Lenny und wir werden nur was Kleines und aber Feines ausprobieren, denn wir spielen heute den neuen Helden Venture. Venture hat, wie alle anderen Helden, die relativ normal sind, hat sie jetzt 250 Leben, was ich denke mal komplett okay ist. Wir gucken erstmal alle ihre Fähigkeiten auf dem Graf an. Ihr Ausgraber oder ihr Ausgräber, der Smart Ausgräber, schießt seismische Ladungen, die nach einer kurzen Strecke explodieren. Wichtig zu wissen ist über diese Fähigkeit, dass man keine Headshots machen kann. Aber was man machen kann, ist halt Flächenschaden. Und der ist ganz okay. Was halt natürlich krass ist, ist der direkte Schaden. Weil das sollten ungefähr 76 oder wenn nicht sogar 80 Schaden sein. Und ja, der ist halt auch echt gar nicht zu unterschätzen. Und richtig geil. Die zweite wichtige Fähigkeit, die wir haben, ist ihr Graben. Und man sieht es, bewegt dich unterirdisch fort und werde unverwundbar. Das heißt, man kriegt da wirklich keinen Schaden. Und halte dann oder drücke R1, um aufzutauchen und Gegner Schaden hinzuzufügen. Das wäre dann halt ihre L2-Fähigkeit oder ja, die erste Fähigkeit auf Dings. Und man kann das auch aufladen, das müsst ihr immer wissen. Und wenn man das natürlich auflädt und wenn man diese Fähigkeiten von ihr nutzt, erhält ihr, wie ihr vielleicht unten gesehen habt, schon ein bisschen Shield. Natürlich, umso länger man das auflädt, umso besser ist auch der Stun. Weil dann werden die Leute auch zur Seite ein bisschen geschubst und ihr kriegt halt extra Leben. Und das ist halt dieser große Vorteil, diese extra Leben. Die darf man auch nicht vergessen. Deswegen würde ich sagen, sie ist so eine Art Doom oder Ball, halt nur von den DPS. Wenn man halt nur kurz drückt, ihr kriegt zwar auch immer noch gut Schild. Das hat halt eher was mit dem Rauskommen zu tun. Aber ihr macht halt wirklich gar keinen Stun. Und das ist halt schon wichtig mit ihr. Ey, wenn du in die Erde gehst, dann lädt deine Waffe nach, ne? Ja, wir sehen auch natürlich, sie hat die normale Passive der Rolle Schaden, also dass man kurzzeitig halt diese 15% Heal-Buff auf die Gegner macht, oder Heal-Nerf eher gesagt. Dann haben wir den Prügel, und das ist halt echt krass. Ihr normaler Nahkampf verursacht mehr Schaden. Und die Verwendung von Fähigkeiten, und damit ist auch zum Beispiel der Bohrsport gemeint, die geben ihr halt diesen Overhealth. Und das kannst du bis 350 Leben stocken. Was halt krass ist, dann hast du kurzzeitig halt diese extra Schild. Aber wichtig ist zu wissen, das sind nur temporäre Schild. Was man hier sieht, das ist halt zum Beispiel ihr Bohrer, ihr kleiner Dash. Der kann halt wirklich auch Leute gut wegnocken, wenn die am Rand stehen. Ist eine Art Lucio-Boob-Type. Ich finde halt, es ist halt schon eine geile Ult. Und was wir auch nochmal sehen können, wenn die Bots hier mal respawnen. Ihr Nahkampfschaden ist halt mehr so ein kleines Reinbohren. Und es reichen schon dreimal Nahkampfschaden. Und ihr habt schon halt echt einen relativ okayen Gegner down. Das heißt, Nahkampfschaden ist bei ihr auch relativ sinnvoll. Das heißt, im Nahkampf kann man halt immer den hier machen. Und ich glaube, da kommt man vielleicht sogar auf insgesamt mehr Damage, als wenn man es nicht so macht. Und jetzt noch eine besondere Sache. Man kann nämlich unter der Erde mit einer kürzeren Ablenkzeit ihre L1 benutzen. Das heißt, das lohnt sich auch immer. Das Gute daran ist, ihr kommt natürlich raus aus eurer L2 mit der L1. Und dann habt ihr schon einige Leben mehr. Und nun kommen wir zum Interessantesten. Und was auch auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut wird. Das haben sie eigentlich gesagt, wollen sie aus Overwatch 2 rausmachen. Aber eine Art Stun. Und die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil wir sehen hier, das ist wie die Reinhardt-Ult. Oder hat eine ähnliche Hitbox wie die Reinhardt-Ult. Ihr könnt auf den Boden schießen. Aber genauso halt auch ganz normal einfach in die Luft. Aber auf dem Boden kann ich euch ein bisschen mehr empfehlen. Also das kam jetzt ein bisschen so mehr an, als würde ich ankommen. Gegner werden kurz hochgeschleudert. Ihr seht, das ist schon eine, ja, das ist schon eine Art kleiner Stun. Und da ihr es dreimal habt, kann man echt gut kombinieren. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Ulti. Die lässt man sich, ja, ich weiß gar nicht, ob sie die schnell kriegt. Ne, die kriegt sie absolut nicht schnell. Oder? Ja, sie kriegt sie nicht wirklich schnell. Aber ich glaube, es wird halt trotzdem eine extrem gute Ult sein und deswegen, ja, da werden sie auf jeden Fall noch was machen. Ich spiele auf jeden Fall demnächst meine erste Runde mit ihr und schau mal, wie sie dann wirklich im Gameplay ist. Aber das erstmal zu den grundlegenden Sachen über sie. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Mit Au.